Radio 100,7. Guten Mittag, hier auf der Antenne vom Radio 100,7 und willkommen bei diesem Webinar vom Skript mit dem Thema die Alphabetisierung an der Schule, die vielen Lesungen. Die Alphabetisierung an der Schule geschieht traditionell auf Deutsch, aber bleibt es weiterhin die Königsweg. Den Educationsminister Claude Meisch wird vor kurzem in einem Interview mit der Wochenzeitung Lützbäuer Land gesagt, dass auch eine Alphabetisierung auf Französisch auch an der traditionellen Schule Kind tabu dürfte sein und dass auch verschiedene Schulen vom Fundamental soll angeboten gehen. An den internationalen Schulen mit dem europäischen Programm ist so eine Alphabetisierung heute schon möglich. Mit welchen Lesungen gehen es nach? An dieser Emission wird man auch analysieren, wie die Prozesse vom Schwätzen, Lesen und Schreibenlehren funktionieren, wie ein Abfluss die frequente Sprachförderung auf die Alphabetisierung hat, aber ein praktisch Challenge sich an den ersten oder ersten Klassen vom Fundamental stellen. Da das wir heute ein ganz gut gefülltes Programm für die anderthalb Stunden Zeit, die wir haben, wir sind zusammen und wie gesagt, wir konzentrieren uns auf die Alphabetisierung von den Kindern. Die Alphabetisierung von den Erwachsenen, das wird natürlich auch ein Thema, aber dann nicht für heute, vielleicht an einer nächsten Emission. Vergiss nicht, dass es ein interaktiv Emission, die können also erfreuen stellen, rausschicken, das geht über die E-Mail auf froh@webinar.lu oder die schickt also WhatsApp auf Nummer 621-44-00-44 und am Ende von der Emission gehen wir dann mit unseren Gästen auf die Frohen an, für hoffentlich dann noch Antworten zu finden. Mein Gast, das sind heute einerseits Caroline Hornung vom Luxembourg Center for Educational Testing von der Uni Lützeburg. Madame Hornung, die schafft eine andere Machmatz und eine Épreuve standardisée der Schulleistungsetude am Fond. Aber die sind als Enseignant am Zyklus 1 an der Karriere gestartet, oder? Ja, ich bin effektiv Lehrerin für den Zyklus 1 und die muss fördern, also unter die Kunden der Ausbildung, ich da dann Spielschule oder dann Primärschule wählen. Ich habe nur der erste Ausbildung ein Studium an der Entwicklungspsychologie gemacht und noch Forschung daran gemacht und wollte eben dann heute zu Lützburg an der Forschung weiter arbeiten. Und dazwischen habe ich ein Jahr auch an einem Zyklus 1 geschafft, weil eine immens wertvolle Erfahrung war. Aber ich bin schon seit praktisch ein Jahr bei der Uni, wo ich die Prüfstandardisierung für den Zyklus 2 zusammen mit der Arbeitsgruppe von Senioren ausschaffen. Und das ist eine von den Hauptmissionen, die ich da habe. Und fand ich auch immer ganz spannend, den Austausch noch einmal auch zu der Praxis zu tun, auch wenn ich bei der Uni bin. Zweite Frau im Studio aus Sabrina Sattler, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Observatoire National de la Qualité Scolaire. Madame Sattler, die hat rezent ein Buch über das Curriculum am Mehrsprachigkeit rausgehen. Was hat du genau analysiert? Genau, das ist richtig. Du sprichst auf Deutsch, ja. Das ist kein Problem, verstehen wir ja. Genau, das ist richtig. Ich habe das Buch rausgegeben und darin habe ich mich unter anderem mit dem Thema Alphabetisierung in Luxemburg beschäftigt, aus einem bildungshistorischen Blickwinkel. Und also das heißt, seit der ersten Primärschulgesetzgebung 1843 bis hin zur Primärschulreform 2009. Und was mich dabei besonders interessiert hat, war, wie Mehrsprachigkeit in Luxemburg curricular im schulischen Wesen eben vermittelt und historisch verhandelt wird. Mhm, darüber hören wir dann auch noch ein bisschen mehr. Da begrüßen wir auch Sarah Scholtes, die sind Enseignant am Zyklus 2 zu Schöffling. Die schafft all der mit Kanner zu intervenieren. Auch schon eine gute Zeit. Ich bin 15 Jahre am Fundamentalen AW. 9 Jahre davon am Zyklus 2, das heißt, die Alphabetisierung gehört effektiv zu meinem Alltag und stellt mich aber trotz der langjährigen Erfahrung unter anderem aufgrund von der Diversität in den Klassen immer rum für neue Herausforderungen. Weil ich habe in der Praxis gefragt, wie kann ich sie statt vorstellen? Wir kriegen keine aus dem Zyklus 1, wo sie dann die ersten Vierlieferfähigkeiten am Anfang gelehrt tun und wir feiern sie dann los und schreiben und lesen rund. Wir haben von großer Freiheit in unserem Enseignant, was Schulgesetz und Material betrifft, weil wir dürfen dort den Schwamm machen. Das heißt, an der Lützebäuer Schule geht am Anfang auf ganz verschiedene Art und Weise alphabetisiert. Da sind die engen Methoden, die erst an, ob dann lauter gehen, ob lauter hören, andere erst
ob die selbe Methode und das von Kunst vom Enseigner für die richtige Schwab für seine Schülerschaft zu treffen, am besten Fall dann um Sikel 2 als Schülerinnen und als Schüler alphabetisiert zu haben. Der erste Gast im Studio ist der Philippe Klos, der ist Direktor von der Direktion de l'Enseignement Fondamental am Raum Sussem. Der ist Schulmeister und Regionaldirektor. Wie geht es um Niveau von der Regionaldirektion beim Thema Alphabetisierung? Wie geht es da konfrontiert? Das kann auf ganz, ganz verschiedenen Ebenen stattfinden. Erstens mal ganz konkret, wenn es bekannt geht, weil an einem Cycle 2 große Schwierigkeiten hat, für alphabetisiert zu gehen, dann ist es doch eine Rolle von der Direktion für den konzernierten Enseignern und den Eltern, die bestmögliche Lesungen zu finden, für die Kant weiter zu beschulen oder nur Alternativen zu sichern. Das geht auch auf dem Niveau drüber von der Schulentwicklung, wo, und das gesagt in der Praxis auch immer mehr, ganz Schulen oder Ekipädagogiken auf den Weg gehen, für sich Alternativen auszudenken, wie sie anders das Kind alphabetisieren, für der größere Diversität gerecht zu gehen. Und du hast also Rolle dann, ich da begleitend, da beruhend, respektive Vernetzungen herzustellen zwischen den Leuten, die sich auf dieselben Wege machen und das dann zu enkadrieren. Soweit also zu den Gästen am Studio heute für diesen Webinar. Du nimmst daher, dass da noch nie Interventionen vorbei sind, lauter auch qualifiziert und spezialisiert Personen im Gebiet. Fangen wir mal an mit dem ersten Punkt. Frequentlich Spruchförderung, wie funktioniert das? Und zwar bei den ganz kleinen fangen wir dann. Und 2017 ist das Programm von der Education Plurilingue für die ganz kleinen Kinder, das ist am Gesetz näher geschrieben, wo alle Kreis aufgefordert wird, aktiv etwas im Niveau von der Mehrsprachigkeit zu machen. Als Kreis aus dem noch gehaltene Referent Pädagogik zu designieren, für den Effort zu begleiten. Das Service National de la Jeunesse bietet noch eine 30 Stunden Formation für so Referenten an, die ganz eng auch mit den Eltern zusammenarbeiten. Wie die Bemühungen um Terrain auflaufen, das tut uns den Piet Lutschen, der als ein echter Intervenant vom Service National de la Jeunesse erklärt, und als Chargé de Projet an der Division von der Innovation vom SNG und zuständig für das Programm von der Education Plurilingue, heißt der Piet Lutschen. Man kann am Alter von 1 bis 4 Jahren, die hier am Land ein Krieg besichern, kommen schon ganz frei ab. Ein spielerischer Weise mit der Lützebäuscher französischer Sprache Kontakt. Ich muss ihn aber betonen, dass wir am Anfang am Niveau von den Griechen an einem nonformellen Bereich sind. Das heißt, da geht es nicht darum, Sprachen zu lehren, aber da kann am Anfang den ersten Kontakt mit diesen Sprachen, diesen zwei wichtigen Sprachen zu ermöglichen, weil sie dann noch Jahre in einer mehrsprachigen Gesellschaft bei uns aufwachsen. Unser Terrain an den Griechen ist ganz unterschiedlich, so unterschiedlich wie kann auch mit ihren Sprachkompetenzen an den Griechen kommen, muss natürlich doch alle Griechen individuell sich und kann an die Situation, an die Gruppe anpassen. Das heißt, es gibt viele verschiedene Approche, wie sie da rumgehen. Am Vordergrund steht aber immer den Edukator und die Edukatrice an seiner Vorbildfunktion, auch am Niveau von den Sprachen und dem Spruchgebrauch. Das ist ein Alltag als gefüllt von Aktivitäten, von Momenten, wo die Erwachsenen kann er an ihrem Spruchgebrauch encouragieren. Da kann ich verschiedene, nennen wir es mal Strategien am Alltag mit runterholen, wo es handlungsbegleitend schwätzen, das heißt, Gefühle, Situationen, Handlungen, da wieder draufsetzen und das begleiten am Alltag, das kann er den Lien zwischen Aktion, Erwut, Löserlös, mit Veränderlichen abbauen und das auch am Alltag können selber gebrauchen. Korrektive Feedback, weil das kann er nicht dekouragieren, wenn sie falsch etwas betonen an der Lützebäusche oder französischer Spruch. Hin und her halt zu gehen und das Gespräch weiterzuführen und ganz viel abbefrohen am Alltag mit anzubannen. Dann gibt es noch Spezialprogramme am Zyklus 1. Ich erlaube das Programm Phonologische Bewusstheit mit Silla. Ich kann einfach die Lauschen in den Räumen und Sil bloß eine Lösung rund den U-Laut und den Laut am geschwärten Wort rund zu feiern. Sylvie Baudet betreibt das Programm. Wenn ein Kind am Cycle 2 zum Beispiel für Tafel will schreiben,
dann lest es sich von der Bedeutung von diesem Wort und er konzentriert sich ganz bewusst auf die einzelnen Lauter, wie sie einen oder anderen am Wort zu hören sind, für so dann auch zu allen Lauten passende Buchstaben zu schreiben. Das bewusst Konzentration auf den Reim, Silb und dann auch auf den einzelnen Laut am geschwärten Wort, nennt den phonologisch Bewusstheit. Wissenschaftliche Studien weisen, dass neben dem Wortschatz phonologisch Bewusstheit und laut Buchstabkenntnis eine wichtige Rolle am Anfang vom Lesen und Schreibenlehre spielen. Schon am Lauf vom Sikel 1 können phonologisch Bewusstheit und laut Buchstabkenntnis gezielt mit dem SILA-Programm gefördert gehen. Das ist besonders wichtig für die Kinder, die hier nach mehr Schwierigkeiten begegnen. So können sie schon am Lauf vom Sikel 1 das Vierleferfähigkeiten weiterentwickeln, ehe dann am Sikel 2 mit dem Lesen und Schreibenlehre losgeht. Das SILA-Programm dient seinen systematischen Abbau vom Einfachen zum mehr Schweren, mit einer Reihe internationaler und wissenschaftlich geprägter Förderprogramme. Mehr konkret geht am SILA-Programm am Reim der Silb und dann auch den einzelnen Laut am Wort gespielt. Zum Beispiel geht nur wieder Gesicht, die sich reimen, wieder gehen nach Silben zerlöscht, unlauter geht Gesicht, und lauter gehen zu einem Wort zusammengesetzt. Und zum Schluss vom Schuljahr gehen dann auch 6 Buchstaben zu den passenden Lauter spielerisch entdeckt. Wie wichtig sind eigentlich die Foren am Niveau von der Präalphabetisierung? Madame Sattler vielleicht? Ja, gerne. Also wie Frau Bode jetzt gerade auch schon im Interview gesagt hat, gibt es Studien, die belegen, dass die Vorläuferfertigkeiten eben extrem wichtig sind mit Blick auf das Satzverständnis und das Wortverständnis, um eben auf den Schriftsprachenerwerb vorzubereiten. Und demnach ist es auch jetzt erstmal unabhängig davon, ob man auf Deutsch oder auf Französisch alphabetisiert. Man muss die Vorläuferfertigkeiten am besten schon im C1 trainieren, damit man eben erfolgreich auf Deutsch oder Französisch oder was auch immer alphabetisieren kann. Und das müsste auch curricular im Plan d'études verankert werden. Und ich denke, es ist, also man kann das nur immer wieder betonen, wir haben eine Grundschule oder Grundschüler, 33% dieser Grundschüler sind dieses Schuljahr nur noch primär luxemburgischsprachig und die anderen eben nicht. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass man eben die Vorläuferfertigkeiten trainiert. Mhm. Caroline Hornung, wollt ihr vielleicht noch etwas dazu sagen? Ja, also ich wollte sagen, dass die Vorbereitung auf die Schriftspracherwerb ja am Plan d'études verankert ist, vom Sikel 1. Das heißt, da wird schon gesagt, dass sollen zum Beispiel phonologische Bewusstheit und auch visuelle Diskriminierung sollen ganz stark gefördert gehen. Das nicht nur die Vierleferfertigkeiten für den Schriftspracherwerb, sondern auch wirklich Lützeburger Spruch wird ja auch gefördert. Und eben mittlerweile soll auch das Französisch gefördert gehen, für eben ob eine Alphabetisierung dann noch vorzubereiten, die dann aber im Moment noch vor allem auf Deutsch ist. Und was eben auffällt, dass eben ob die deutsche Spruch gar nicht vorbereitet wird am Sikel 1. Das heißt, Vierleferfertigkeiten trainieren ja. Am Moment auf Lützeburg, Französisch kommt nur dabei. Aber auf Deutsch geht es nicht wirklich auf die Sprache viel berät. Und was die problematisch ist, hat mir gesehen, eben bei mehrsprachigen Kindern, die daheim eben nicht als Erstspruch Lützeburg schwätzen, die haben, wenn sie die Prüfe machen, um Niveau vom Sikel 2 Basisfähigkeiten entwickelt. Das heißt, die können zum Teil an der phonologischen Bewusstheit lauter erkennen. Also sie haben Basisfähigkeiten, wir haben sie dann 2 Jahre dünn gesagt, am Sikel 3 und mit einem Lesverstehungstest, Martinen, schneiden sie manchmal schwach auf. Das heißt, sie lernen Lützeburg, sie verstehen Lützeburg auch, das sehen wir auch am Lützeburg Scheierverstehungstest und sie haben ein gutes Verständnis von der Sprache, aber die so nicht einmal vier Lieferfähigkeiten oder das Sprachverständnis Lützeburg ist, als bei ihnen nicht, wie vielleicht erwartet wird, dass das auf den Schriftspruch, auf den Erwerb eben auf Deutsch vorbereitet, also genug das genug voraussetzt. Mhm. Vor kurzem war der OECD-Spezialist für Bildung und Kompetenzen, den Andreas Schleicher, zu Lützeburg für ein Rapport über die nonformelle Education von kleinen Kindern vorzustellen. Auch hier nicht nur ein Kindersprach, wie wichtig ist das, früh anzufangen?
Wir sehen ganz klar, dass die frühe sprachliche Förderung ganz entscheidenden Einfluss hat für den Eintritt in die Schule, aber auch für spätere Schulleistungen und Leistungen im Leben. Es ist einer der entscheidenden Prädiktoren. Wir lernen die Grundlagen der Sprachen in den allerersten Lebensjahren. Ne? Und da ist die Schule schon teilweise recht spät dran. Ne? Da kann man das formal unterrichten, aber wirklich die Grundlagen von Sprache, auch übrigens von Mehrsprachigkeit, die werden in den allerersten Lebensjahren gelegt. Da kommt mir Schwarzen nochmal über den Rol von verschiedenen Sprachen bei der Alphabetisierung zu Lützebüsch. Welche Rolle spielt Lützebüsch an der Alphabetisierung ganz konkret um Terrain, Sarah Schultes? Bei Lützebüsch spielt für alle an der Präalphabetisierung, wie ganz richtig schon gesagt, an unseren Schulen eine ganz große Rolle. Ich meine, ein Interview war klar herauszuhören, wie wichtig die freie sprachliche Förderung ist eben für den späteren Alphabetisierungsprozess. Die phonologische Bewusstheit bildet hier ganz klar ein Gerüst am Anfang für die Alphabetisierung. Aber wie Madame Bode auch richtig gesagt hat, durch das SILA-Programm hat Lützebüsch eine große Rolle eben am C1. Eigentlich sind Kinder am C1 intuitiv an der Lage, wieder Ersätze, kleine Einheiten anzudehnen, Silben auszutauschen, zu räumen. Wir stellen immer um Terra fest, dass der schönste Fall ist, wenn auch die Mammensprache gefestigt ist. Wie schon gesagt, ging das heute Stars, ist das effektiv ein großes Problem, weil einerseits daheim nicht mehr genug mit den Kindern geschwätzt wird, für alle mal bildungsferne Familien. Und dementsprechend gehen auch die Auditivkompetenzen nicht genug gefördert. Und Kinder kommen dann am Anfang an die Schule und sie stehen für eine riesen Herausforderung, alphabetisiert zu gehen, ohne können nur beim Basisspruch am Anfang sich zu referieren. Und da stehen wir für eine große Herausforderung. Es fällt immer ab, dass Kinder die Silben, Räume, Anlauter nicht als wir daraus hören, sich viel mehr schwer den an der Alphabetisierung. Und Kinder, den hier Mammenspruch gefestigt ist, die dienen sich da viel mehr einfach. Und du möchtest nicht unbedingt, also musst dabei nicht mal unbedingt Lützebüsch sein, wenn man von der Mammenspruch schwätzen. Du hast ja so, dass Lützebüsch und Deutsch relativ nur bei Nähleien, dass dann Lützebüsch ein Sprungbrett für die Alphabetisierung auf Deutsch, Sabrina Sattler. Also ich sehe die sogenannte Sprungbrettfunktion vom Luxemburgischen zum Deutschen eher kritisch. Also das ist ein Relikt aus einer Zeit, in der es eben noch kein unabhängiges Sprachbewusstsein gegenüber dem Luxemburgischen gab. Aus einer Zeit, in der man eben davon auch ausging, dass es in Anführungszeichen ganz natürlich sei, auf Deutsch zu alphabetisieren. Und dieses Sprungbrett oder diese Sprungbrettfunktion funktioniert nun mal jetzt nicht mehr für die Mehrheit der Schüler. Und die Schüler werden im Zirkel 2.1 eben auf Deutsch alphabetisiert und kamen vorher zum Teil noch gar nicht mit dem Deutschen in Kontakt. Und ich denke, es ist auch schwierig für einige Schüler zwischen den beiden Sprachen zu unterscheiden. Und ich kann mir vorstellen, dass es bei einer Alphabetisierung dann auch schwierig wird, wenn es eben um den Schriftsprachenerwerb geht, zwischen diesen beiden Sprachen zu unterscheiden. Und demnach, also die Sprungbrettfunktion, dafür gibt es auch keine wissenschaftlichen Belege, die oder den automatischen Transfer, das müsste nochmal genauer sich angesehen werden. Du schenkt jederin mit dir ins zu sehen, ne? Der rieselt all gut in den Kopf, also die sagt all gut ja. Lützburg ist für eine ganz diverse Gesellschaft. Was für Rolle spielen dann Französisch an eventuell anderen Sprachen an der Alphabetisierung, Herr Kloos? Ja, das ist ein Thema, über das man jetzt ganz viel Gedanken müssen machen, weil ich mein Gefühl habe, das öfter gesagt, dass die Brückenfunktion, wenn sie da je do war, dann immer mehr verschwindet. Was Dorona Leidern hat gewohnt erklärt, dass vom Raum 10 damit beschäftigt sind, da kann er auch Lützebüsch mal richtig beizubringen, dann ist das ja schon mindestens die erste Fremdsprache für ganz viele Kinder. Umso mehr weit weg sind wir von der Brückenfunktion zum Deutschen. Ein ganz wichtiger Punkt an dem Ganzen bleibt aber heute die Festigung von mal enger Mammenspruch. Und das ist etwas, wo auch heute gesagt wird, wo als Größe möchte, wenn wir darüber keinen Einfluss haben, da das mit weniger gefestigter Mammenspruch oder mit weniger Spruch überhaupt, kann er bei uns an der Schule ankommen oder starten. Und da sind die Unterschiede extrem groß von Kindern, die mit einem ganz großen Wortschatz kommen, noch mit einer guten
Struktur von den Sätzen. Also, im Guten verstehst du mich für den Spruch schon. Und so, und du hast dann dementsprechend einfach an relativ spruch- und unabhängig, wie gut eine phonologische Bewusstheit auch greift oder ein Training von der phonologischen Bewusstheit greift. Weil Spruchekenntnisse und die Spruchebasis natürlich manner gut developiert, das wird das mir schwierig geht. Du hast für drunter gesprochen von Französisch oder andere Sprache, was für eine Rolle die da spielen. Weil du siehst mir ganz klar eine Piste dran, für uns mehr Utilien zu gehen, für eine Situation zu reagieren, auf der wir allerbest keinen Einfluss haben, was kann er kriegen. Aber wir müssen aber darauf reagieren, weil wir dann in dem formalen Bereich sind. Und die kann er da aufholen müssen, wo sie stehen, und das auch gerne machen. Und dafür brauchen wir mehr Utilien, wie die, die wir im Moment haben. Lumai, was die frequentliche Spracheförderung geschwat. Lesen und Schreiben lehren, das ist auch etwas, wo ihr sollt wissen, wie das funktioniert. Nachdem es dann ein Kantgefühl für die Spruch entwickelt wird, solltet ihr direkt nur lehren, wie ihr lesen und schreiben kann. Das ist allgemein kein einfaches Sache für verschiedene Kinder, das ist noch viel mehr schwer, weil sie ja spezifische Besonderheiten beim Lehren haben. Über dieses Sujet haben wir den Direktor vom Centre de Logopädie ausgefragt, das ist Marc Schmidt. Als Kinder Logopädie, das sind ja die allerbest lautsprachliche Probleme haben. Also die Probleme haben, für Schwätzen zu lernen. Das klar an einem Zyklus 1 schon relativ schwierig für sie, für ordentlich Schwätzen zu lernen, ob das ein anderer Eichspruch für sie haben, ein anderer Mammenspruch. Da mussten sie Lützebäuerisch lernen. Und da kommen sie an den Zyklus 2, da habe ich schon am Anfang schon relativ viel, wie ich so ein Hammerzeug, so viel Erfahrung gemacht, viel Schwätzen zu lernen. Und da geht am Anfang ein bisschen die Misiation, ich will mal ein bisschen vertrieben, und da geht es Richtung Alphabetisation, der Schriftspracherwerb, und auch Kombination mit einer Sprache, wo du nicht hier stärkst zu Spruch, also natürlich die Deutschsprache in dem heutigen Fall. Das ist natürlich eine doppelte Herausforderung, speziell für uns Kinder. Meistens tun Kinder Probleme am Bereich Schriftspracherwerb, für Werk, weil wir Ursachen haben drin, am Anfang die nämlich sind, ob es sich um den Lautspruch behandelt oder um den Schriftspruch. Hauptursachen sind am Bereich von der auditiven Memoir, sind am Bereich von der auditiven Verarbeitung insgesamt. Ein Beispiel, Lauter, die ähnlich klingen, unterscheiden können. Da taugt es das klar, also dass es nicht eng präzise Methodik gibt, wo ihr seht, die du funktioniert, bei denen kann er, wie schon gerade gesprochen haben, mit denen Probleme haben drin. Aber es gibt immer ein Vielfalt von Methoden, die einfach kombiniert gehen. Das heißt, dass es zum Beispiel analytisch vorgeht, dass es einfach synthetisch vorgeht, dass es mit einer ganz, also einer Methodik vom Erkennen von den ganzen Wörtern, so auf dem Niveau mit der Kannerschaft, dass es mit einer Silbenmethode mit der Kannerschaft an. Und die verschiedenen Methoden setzen sie ganz systematisch an. Die zweite Überlegung ist immer, die versichern, dass wir Kinder so einfach wie möglich zu kriegen. Das ist auch von Philosophie handeln drin. Ein Beispiel, wenn es Regeln gibt, versichern wir, die Regeln so zu vermitteln, dass es möglichst man Ausnahmen gibt. Und dann der dritte, wir gucken immer, über unseren Plan individualisiert vom Kant, wo hat das Einzelkant individuell Schwierigkeiten an seinem Schriftspracherwerb. Auf diesen Niveaus wird dann mit dem einzelnen Kant nach ein Plus geschafft. Und die drei Volleyen zusammen machen nicht, das kann er aber, das ist ein langwieriger Prozess, das ist nicht einfach, aber nur ein Zyklus 2, der normalerweise 3 Jahre dauert, auf einem Niveau sehen, wo ihr seht, okay, die können nur fließend und noch lesen und noch das Verstehen auch zu lesen und sie können relativ gut auch sich schriftsprachlich ausdrücken. Soweit also den Marc Schmidt, den Direktor vom Centre de Logopädie, also ein Arbeitszuhl von Methoden, individuell adaptiert. So kann ich nicht ein ganz leicht resümieren. Was für eine Hilfe kriegen kann am Regelbetrieb geboten, für bei Schwierigkeiten bei der Alphabetisierung für uns zu kommen? Das ist eine Frage, die wir der Nancy Thackeray gestaltet. Sie ist Institutrice spécialisée dans la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques an der Nelly Steinschule zu Schöffling. Da sind verschiedene Deleistungen, die müssen da in ihren überhaupt schreiben und lesen lehren kann. Zum Beispiel die visuelle Differenzierungsfähigkeit und die phonologische Bewusstheit, die sind ganz, ganz wichtig. Ohne die geht es nicht. Da kommt dabei, dass wir mit ganz vielen Kindern zu tun haben, die auch keinen intakten Mammenspruch haben. Auffällig an der Klasse ist dann effektiv, dass die Kinder Buchstaben nicht verhalten,
Sie können einfach kein Laut draufsetzen und umgedreht auch nicht. Wenn sie laut hören, können sie nicht den richtigen Buchstaben finden, den dazu passt. Mhm. Da schaffen wir verschiedene Bereiche. Den allerersten Bereich, der für mich wichtigste, den ihr mir überhaupt können lassen, ist der von der auditiven Wahrnehmung. Hier geht es um Merkfähigkeit, um die Identifikation, um Differenzierung von den Lauten. Hier wird dann noch gezielt Lauschen geübt an meinem Atelier. Es wird auch geübt, für an einem Komödie das Wichtigste daraus zu hören. Und es wird auch ein bisschen an der Merkfähigkeit geschafft. Also das ist die auditive Wahrnehmung. Und dann kommen sie auch an ein Atelier von der phonologischen Bewusstheit nach Nivellanst. Und da geht es da wirklich um die akustische Analyse und dann die akustische Diskrimination von den Lauten. Das heißt, sie lehren die gesprochene Sprache mal für dich als Wörter, Wörter zu holen und dann auch als Lauter und ganz zum Schluss recht als Buchstaben. Mhm. Das ist für mich, also das ist eine Phonemanalyse und das ist für mich der Grundstein für das Schreiben lehren überhaupt. Also es geht darum, dass in sich die Beziehung zwischen Laut und Schrift, Spruch bewusst wird. Mhm. Was ich viel mache an dem Atelier, ist, dass wir Gesten mit beiholen. Wir haben so Lautgebärden. Das hilft den Kanadern dann, weil sie dann ein zusätzliches visuelles Support haben, ob das was zu hören. Mhm. Da können auch so Aktivitäten mit Spiegel zum Beispiel gemacht werden. Was geschieht überhaupt in meinem Mund, wenn ich den einen laut pronunziere? Wo steht meine Zunge? Aus dem Mund ab, aus dem Mund zu. So Sachen. Interessante Arbeiten, Atelier, die also da angeboten gehen. Vorüber, da geht bei der Alphabetisierung am Zickel in Uken, da hat Flor Schank gefragt. Sie ist Chef des Service Adjoint vom Service Enseignement Fondamental am Educationsministerium und Institutrice Attaché und hat sich intensiv mit der sprachlichen Bildung am Zickel in befasst. A Präsenz von jungen Kindern, meine ich, geht es für alle mal darum, dass sie Lust auf Sprachen möchte. Ob die Sprachen, die an der Schule geschwärt gehen, und auch hernach werden geschrieben gehen, nämlich Lützeburgisch und Französisch, mir aber gleichzeitig auch einen Blick werft auf die Sprachen, die die Kinder mitbringen. Das Wissen sie kann ihnen eigentlich aktiv mit abbeziehen, wenn es darum geht, für neue Sprachen zu lernen. Das Sprachwissen wird unabhängig als von einer Sprache. Und dann ist für das verbindende Element für die Kinder alle gut. Und egal wie ein Spruch dazu dem schwitzen, eng gemeinsam Spruch, an der ihn das kann ausdrücken, die unabhängig ist von der Spruch, den eigentlich du ihm schwitzt. Für ein Senior, an dem sie gelehnt, also eine von den wichtigsten Rollen, mit Blick auf die Heterogenität, die sprachliche Heterogenität in der Klasse, dass eine Brückenbauer ist, dass ein von der Kant etwas an einem anderen Spruch sieht, dass man dann das abgreift und es dann übersetzt, die Brücke baut an die Schuldspruch. Dann eben die Lützeburg, ich da vielleicht auch darauf hinweist, ob Gemeinsamkeiten, ob Unterschiede, so die Sachen. Und das gilt, dass das Sinnhafteste von der Spruch, das Lustmachen auf den Spruch, das gilt sowohl für die geschwärte Spruch, wie auch für die geschriebene Spruch. Jungkanner am Sikkel 1, die sind 40. Auch 40 auf geschriebene Spruch. Das permanent von der Schriftspruch, das ist etwas, was ihnen immens bewusst geht, was sie bewusst gucken, wo sie viel drauf vielleicht lernst gegangen sind. Ne? So. Wenn die Doma da wirklich regelmäßig und systematisch schafft, dass sie doch schon ganz viel vielerbig kann lesen. Für den anderen wirklich wichtigen Punkt ist der Übergang vom Zickel 1 auf den Zickel 2. Und wenn vom Zickel 1 kann er die regelmäßig und systematisch in die Lützeburger Sprache gefordert gesehen, die auch schon an Sprache rangeguckt haben und die dann sich eigentlich auf den Weg machen, eine neue Spruch zu entdecken, einen weiter neuen Spruch zu entdecken, nämlich Deutsch. Aber weil die Deutschspruch so nur um Lützeburg leidet, also das ist meiner Sicht immens wichtig, für den jungen Kanner Zeit zu gehen, von der engen Spruch an die anderen Spruch rüber zu klammen. Loma Teiren von der Flor Schank, Lust machen, ob die Spruch, sieht sie, wie machen das dann an der Praxis? Ja, doch von der Brücke geschwärt, vom Zickel 1 auf den Zickel 2, dafür gucken wir hier schon. Madame Schultes, die sind dann sehen und am Zickel 2, wie machen das an der Praxis?
Ich denke, die Lehre von Spruch muss einfach Spaß machen. Und wir und Terra sind da, für das Spruchenunterricht Spaß möchte. Wie Madame Schanke gesagt hat, die Mammensprachen sollen berücksichtigt gehen, sollen wertgeschätzt gehen. Ja, laut Plan d'Etude geht es im Lützebüsch, Deutsch, Französisch. Mehr als eigene Erfahrung weiß ich aber, wenn in der Sprache von der Kanner Raum geht, da fühlen sie sich viel mehr allein, für sich auszudrücken. Sie generieren sich viel Männer. Wir schaffen da ganz viel auch mit Übersetzen. Also, wir bieten den Kanner das an, weil er da so mit an den Mammensprachen schmengen. Hat Hummer die Möglichkeit, für Sachen nutzusichern, und dann Hummer als Traduktion. Ne? Und das, voilà, setzt sie natürlich an den Kader, dass sie sich wohlfühlen. Und dann Hemmschwelle wäsch, ja. Genau, tölt Hemmschwelle ne wäsch. Und sie drücken sich dann in dem Moment auch echt aus, wie wenn ihnen das komplett refusiert. Also ich weiß aus meinen Stagen, dass du mal halt das Wortlaut gefallen hast, es geht auch nicht Portugiesisch geschwärt. Fand ich dramatisch an dem Land, wo wir wohnen. Und ich denke, muss in den Kanner einfach die Chance geben, an effektiv, wieder, wie auch gesagt, gehen, also den Übergang C1, C2 eben gerade das ermöglichen. Dann am Sprachenunterricht selber, die muss einfach aufwechslungsreich sein. Es gehen immens viele Möglichkeiten, zum Beispiel am Deutschen, für Buchstaben kennenzulernen. Ne? Das nicht, wir sitzen als Döner, mal als Haft, wir schreiben den Buchstaben und das alles, da wir kennen in den Loschmengen. Kann man muss aktiv gehen, den neuen Graphen wirklich erforschen. Das kann man sich so vorstellen, dass man den mit Plastilin formen, dass man als erstes mal groß malen am Anfang, dann recht auf das Schreiben übergehen, dass sie am Körper formen. Anders anschreiben, also da sind am Anfang die Aktivitäten ganz vielfältig. Dann denke ich mir, als Enseigne auch eine Vierbildfunktion, eine Klassensaal, wo Bücher sind, die Rest dazu un, für zu lesen, für die Bücher zu gucken. Ne? Und voilà, wichtig ist, dass du dabei dann auch den Kanner am Anfang den Sinn vom Lesen und Schreiben notzubringen, das wirklich zu thematisieren. Für was brauche ich das, dass das einfach ein, das Spruch eine Kommunikationsmöglichkeit ist. Und da kommen dann auch heute Stars digitale Medien ans Spiel. Ne? Ich meine, die sind einfach in unserer Gesellschaft, gehören sie zum Alltag dazu, auch zu den Kanner hier im Alltag. Und da gehen ganz, ganz flott Möglichkeiten für eben Spruch mit Hilfe auch von digitalen Medien zu vermitteln und zu fördern. Ob die Vorbildfunktionen, über die Dialog geschwärt hat, über die hat Marc Schmidt ja auch schon geschwärt, wie ein Intervenier, dass soweit also zum Zyklus 2, was können Sie dann am C1 besser machen oder anders machen, für die Alphabetisierung zu fördern, Madame Sattler? Ja, Frau Schank hatte das auch schon im Interview gesagt, dass der Lehrer eben ein Brückenbauer sein soll, auf Gemeinsamkeiten, aber eben auch auf Unterschiede aufmerksam macht. Das, also ich wiederhole mich an dieser Stelle, das muss auf jeden Fall mit Blick auf Luxemburgisch sei die Brücke zum Deutschen, muss in der Hinsicht auf jeden Fall gemacht werden. Und auch noch mal mit Blick jetzt auf das Trainieren der Vorläuferfertigkeiten ist es ja auch so, dass im Plan d'Etude steht, seit 2017 ist eben Französisch, wird spielerisch vermittelt in der Schule. Was bedeutet spielerisch? Damit, warum sagt man nicht systematisch? Also wenn man jetzt auf Französisch eine parallele Alphabetisierung beispielsweise anbietet, könnte man doch wirklich systematisch Französisch früher einführen. Ich verstehe nicht, warum man sagt spielerisch. Das wäre eine Sache, die ich gut fände jetzt für den Zyklus 1. Und darüber hinaus könnte man sich auch die Frage stellen, ob es Sinn machen würde, einen zweitsprachendidaktischen oder fremdsprachendidaktischen Zugang zur Alphabetisierung auf Deutsch oder auf Französisch zu wählen oder anzubieten. Caroline Hornung, was geht es danach von Utilien, die kennt oder misst oder sollt ersetzen? Ich denke nicht direkt an Utilien, aber ich will gerne hier knappen, was man am Sattler gerade gesagt hat. Ich fand das immens wichtig, was sie eben auch gesagt hat, eben Deutsch als Zweitspruch oder sogar als Drittspruch zu lehren, dass das dadurch mit sich bringt, dass eben andere didaktische Methoden hier angesetzt gehen. Wow, und dann, dass eben Röm, was ich auch schon viel gesagt habe, am Sikelind, geht für uns allem prioritär Lützeburg geschwärzt, für eben Lützeburg zu fördern, was doch natürlich ganz wichtig ist, wie wenn wir auf Deutsch lesen und schreiben lernen, was für die meisten Kinder hier im Land ein Fremdspruch ist, muss auf die deutsche Sprache auch schon an einem Sikelind vorbereitet gehen. Also das ist einfach etwas, wenn ich wirklich, was mir um Herz leid. Und andererseits, wenn dann auf Französisch
alphabetisiert soll gehen, da soll auch auf die Französischspruch vorbereitet gehen, auch schon am Vierfeld. Weil ein Spruch lesen und schreiben zu lernen, die ihr nicht versteht, ist einfach kognitiv eine immense Herausforderung. Und das bringt man sich dadurch viel, kann er sich da einfach überfordert fühlen. Das heißt, im Sinn von der Lust lesen und schreiben lernen, einen Spruch, die da einfach nicht kennt, die probiert da ein Wort zu dekodieren und jeder hat kein Bild, wer da auf das Wort sitzt, wo einfach dann kein Sinn ergibt. Da könnt ihr auch kein Lesverständnis im Moment entwickeln. Also das ist etwas, was ich von einem wollt unterstreichen in dem Kader. Die Alphabetisierung, also müssen wir schon an der guten halben Stunde raushören. Am C1, dann am C2, die steht definitiv für ganz viele Defien, besser gesagt, Enseignant steht für ein Defien. Vielleicht kriegt ihr dann als Enseignant an der Formation mit auf den Weg, für die Alphabetisierung zu begleiten. Das ist die Frau, die wir hier belichten. Und dafür haben wir Jan Latsch als nächste Expertin gefragt. Sie ist Diplompädagogin und Dozentin auf der Uni und am Institut de Formation de l'Education Nationale. Das ist Jan Latsch. Sie kriegen hauptsächlich die Marschen, also das ist die größte Topic, die Marschen-Algorithmen, weise können die Kanner Verschriftlichung und davon dem Schriftlichen Verlautlichung beibringen. Ne? Und weil das aber die Buckle ist, ne? Ist das effektiv keine so eine Klangaufgabe. Und da versuche ich immer ganz, ganz genau, wo fängt die nun? Fängt die sicher nicht just bei einem Buchstaben. Ne? Und da, also die Differenzierung liegt direkt dran, weil die Einkanner, die kriegen schon durch verschiedene Lauttabellen, da gehen nicht auch verschiedene. Und da findet der Enseignant und der Enseignant immer schon das Richtigste für seine Klasse. Das ist oft das, was der Enseignant am liebsten, oder die Methode, die der Enseignant am liebsten vermittelt. Und da haben die Städtchen dann, und das bringt kann er dann auf den Weg für fließend durchschreiben, oder ganz, also Chance, Einzeldele, aber auch Expressionen können zu lehren und dadurch zu verschriftlichen. Und das andauernd das hin und her, für eben an dem Sinn, sowohl können das schriftlich auszudrücken, mir auch an dem Ausdruck, an der Mündlichkeit, auch vom Schriftlichen Rem Neues zu kriegen, sodass die Schüler löser autonom geht. Madame Hornung, die enseignant auch am Bachelor in Sciences de l'Education der Uni Lützebusch. Erklär das mal ein bisschen, wie die Studenten am BSC sich mit dem Thema Alphabetisierung befassen. Ja, ich habe selber keinen Kurs im Bereich von der Alphabetisierung. Ich gehe Kurs im Bereich von der Entwicklung von mathematischen Kompetenzen. Und was ich aber kann zu dem Programm sagen, dass die Studenten momentan lehren, Altfächer eben zu enseignieren von der Grundschule und das eben noch an alle Zyklen. Das heißt, das schon, muss ich feststellen, von Kontinu und Inhalt ist das immens fast. Und du könnt schon relativ viel ob sie tun. Was ich aber so raushören aus Gesprächen mit Studenten auch, dass sie sich zum Teil aber unsicher fühlen, weil es um die Alphabetisierung geht. Weil das ist ja nicht einfach ein Spruch, die du all kannst, es ist ja nicht ein Spruch und dann geht dann der Spruch alphabetisiert, wie man schon ein paar Mal festgestellt hat. Aber sie alphabetisieren an einem Spruch, die für viele Kinder eben ein Fremdspruch oder ein Drittspruch ist. Und du musst ihn eben ändern, so nicht nur didaktisch. Methoden oder auch Wissen sich unegnen, wo nicht unbedingt Raum ist im Moment am Programm vom BSCE. Also das ist sicherlich etwas, wo ihr nach könnt mehr verdäven, aber für all die Studenten geht zu gut kommen. Für eine Grundlage zu schaffen. Für eine Grundlage zu schaffen, wie ihn eben an einer Zweit- oder Drittspruch alphabetisiert. Ob das auf Deutsch oder Französisch ist. Am Französischen Englisch gehen sie ein bisschen mehr drauf an. Aber weil ich selber keine Kurs habe, hängt es immer ein bisschen von all Dozenten auf, weil natürlich auch die Sprache mit den Studenten erschafft. Also ich weiß, dass sie Sprache und Kuren haben und dass wohl mehr Sprache ist, auch etwas ist, ob diese wirklich sensibilisiert gehen. Ich meine, die Alphabetisierung am Kader, mehr Sprache ist Lützeburg, da können sie sicherlich noch kontinuieren anbieten. Ich sehe eigentlich alle guten, viele Studenten um Terrain. Was für eine Frage stellen Sie sich dann an puncto Alphabetisierung? Wie würde du für dich antworten, Herr Kloß? Ja, also, du fandest es mal wichtig, statt zu Frage stellen. Mhm. Du versinnst sie da, du versinnst sie viel um Terrain. Das ist zum Beispiel etwas,
weil ich an dem Studiengang vom BSCE extrem schätze, dass viele Wochen Stage an den vier Jahren dran sind. Ich unterstütze auch das, was Madame Hornung noch just gesagt hat, zu dem Film, ja, sibliert, noch seine Jahre noch von der Alphabetisierung auf verschiedene Art und Weise. Ich meine, dass nicht genug Raum dafür da ist an der Grundausbildung. Wohl wissen, dass auch ganz viele andere Sachen enorm wichtig sind. Dann irgendwie muss man danach kommen. Aber da gilt es vielleicht ein Jahr, den Fokus auf etwas zu lehren. Ich habe wieder gesagt, dass sie überhaupt Fragen stellen. Ich meine, das ist enorm wichtig. Viele von den Studenten, die man da gesehen das sind, die an ihrer eigenen Schulzeit wenig Probleme hatten. Die haben sich auch nicht für sich selber Gedanken darüber gemacht, wie sie alphabetisiert haben. Das ist irgendwie geschieht. Und sie konnten aber immer lesen und schreiben. Ja. Voilà, so. Das ist ein bisschen so etwas, von denen sich nicht explizit einmal auseinandersetzt. Da konnte ich aber immer an. Und dann da war das. Und da ist es wichtig, dass sie da, auf Deutsch geht so komisch, das heißt entlernen. Ne? Dass sie einfach in eine Situation setzen, wo sie sich vorstellen, wenn ich es nicht geben kann, was gebe ich hier ein bisschen anbieten oder machen, für mir dann das oder das beizubringen. Und das sind wichtig Frauen, die in dem Bereich ja, auch die Formateure sollen Gestalt gehen. Weil du kannst ihn zusammen lehren. Ich meine, dass ganz viel Enseignants vom Terrain, Studenten an der Starschulen, für selber auch neue Ideen zu kriegen, neue Input zu kriegen, neue Impulse zu kriegen. Weil es ist so eine Schale, so lange Schule, und da kommen junge Leute mit ganz anderen Vuen und davon kann ich auch profitieren. Und in dem Kontext, das ist interessant, als Student muss zum Schluss für seinem Parcours einen Bachelorarbeit schreiben, die, was ich auch appreciieren, am BSCE extrem praktisch orientiert ist. Und für da mich pussiert, doch Bachelorarbeiten im Bereich von der Alphabetisierung anzubieten, respektive das Tutoren, das darunter anbieten, an Studenten in dem Sinn begleiten. Und auch da, dass er ein Lehren an zwei Wehr, wo der Student selber etwas lehrt, aber auch die Leute im Terrain, wo er dann seine praktische Umsetzung von der Bachelorarbeit zum Beispiel möchte. Mhm. Sarah Scholtes, war das eher Experience vom Terrain? Bah, effektiv, das war gesagt, aus definitiv auch meine Experience schon an den letzten Jahren viele Studenten als Formatrice betreut. Und effektiv habe ich oft den Eindruck, dass sie sich der Envergure von Alphabetisierung nicht richtig bewusst sind, wenn sie an den Stage kommen. Aber das hat zum Teil auch damit zu tun, dass sie sich den Stage am Cycle 2 relativ frei normalerweise an ihrem Studium raussichern. Das heißt, dass sie noch nicht ganz viel Erfahrung um Terra sammeln konnten. Aber wenn sie dann so am Anfang nachgucken, observieren, und Fragen stellen und ihnen dann ein bisschen die Marschen erklärt, dann sind sie oft überrascht. Mhm. Am Anfang, was alles wichtig ist bei Alphabetisierung, wo phonologischer Bewusstheit und sie oft im Moment nach nichts hören. Das heißt, dass am Anfang wirklich alles holt, dann als Formatrice oder Formateur de Terrain, sie auch mal da ran zu feiern in dem Moment. Und ja, wie gesagt, also sie sind immer ganz überrascht, weil ich noch alles falsch machen kann an der Alphabetisierung. Und auch, wie gesagt, dass, ja, sie sind irgendwie alphabetisiert gehen und sie sind sich gar nicht bewusst, wie das halt am Anfang um Terrain ausgesehen hat. Aber was für eine große Challenge ist als Enseigner eben, weil die Diversität an den Klassen ist, so viele verschiedene Mammensprachen am Spiel sind. Ja, so dass ich am Anfang an mein Resümee den Eindruck habe, dass diese Stadt mehr einfach vorstellen, wie es eigentlich wirklich ist. Das ist aus Ihrer Experience vom Terrain aus gesehen geschaut. Aber kann in Alphabetisierung müssen? Aber ja, wie muss denn sie, Madame Hornung? Also wir auf der Uni haben ja, wie gesagt, dass wir, also wir schaffen die Prüfstandardisierung aus, die laufen am Anfang von einem Lehrzyklus, also am Zyklus 2, 3, 4 und dann noch ab 7 und ab 9. Das sind Schulrichtungstester, die standardisiert sind und die eben auf den Plan d'Etude abbauen. Niveauen von den Aufgaben bauen auch auf den Plan d'Etude ab und die gehen eben an Arbeitsgruppen mit Enseignanten ausgeschafft. Also das heißt, die Enseignanten, die liefern sozusagen den Contenu und wir encadrieren von der Uni das, um dann zu gucken, okay, auf welchem Niveau sitzen wir das, wie kann die Aufgabe vielleicht noch so drehen, dass es zum Beispiel ein Format ist, das in einem Gruppensetting auch möglich ist, das heißt, weil für das auch eine Form zu gehen. Was die Spruchkompetenzen angeht, zum Beispiel am Cycle 2, die wir dann da gucken. Wir gucken einerseits die Letzte, wo ich hier verstehen, in Form von kleinen Geschichten, die viel gespielt gehen, wo dann noch Fragen zu den kurzen Texten gestaltet gehen. Am Bereich ein Schritt für Schriftspruch, das ist dann den anderen Spruchentest. Da gehen eben die vier Lieferfertigkeiten vom Schriftspracherwerb,
phonologische Bewusstheit und eben auch visuelle Diskriminierung, aber auch Echtlesen von Wieder, gehen du zum Beispiel geguckt. Das heißt, an denen Testers immer tauschen von den Aufgaben bauen, ob der Sockel vom Sikel ähnt, ob das heißt, das sind dann echte Aufgaben, die ich von einer Spielschule kann präsentieren, also an dem Sikel ähnt präsentieren. An die Anhaltung von Aufgaben bezieht sich dann auf den Sikel 2 schon. Das heißt, das sind dann aber schon Aufgaben, wo effektiv dann Texte vielleicht ein bisschen mehr lang sind, die so lauschen, aber wo ich noch vielleicht muss eine Information mehr gezielt raus dann identifizieren oder auch schon eben erste Buchstaben immer kennen an dem zweiten Spruchtest, eben erst Schritt für Schriftspruch oder wieder lesen und sind mit Bilder verbunden. Voilà. Du gehst auch zum Buchstabenkenntnis schon geguckt oder zum Beispiel mir gucken, ob Kant auch innerhalb von einem Wort zum Beispiel kann ein Laut identifizieren und nicht just den Anlaut, nur Frank Laut von einem Wort. Voilà, das sind zum Beispiel die verschiedenen Inhalte, die du geguckt gehen. Und Tests an die Durchführung sind dem Alter von der Kanne eben angepasst. Bischelscher sind ein bisschen wie kurz und geht auch dann den Enseignern oder ob CD geht durch die Tester eben im Moment gelegt. Und was wir eben da gucken, wir gucken, dass die Tester an die Schule kommen, die Tester kommen zurück und die gehen dann noch von uns ausgewertet an dem Enseignern. Die kriegt dann noch ein Feedback um individuelle Schülerniveau, aber auch um Klassenniveau und um Schulniveau. Für sich eben dann ein bisschen anzugucken, wie die Schüler aus einer Klasse wo sie sich situieren an den verschiedenen Bereichen. Mhm. Das ist soweit bei den Konzernen, über den Modell, wie in der Demos, die Alphabetisierung. Kommt mir schwarzen mal über die Antwort vom Schulsystem auf den Defi, generell gesehen, von der Alphabetisierung. Madame Sattler, die hat aus einem historischen Blickwinkel in der Sicht, könnt ihr uns kurz zusammenfassen, welche Lesungen heute zu Lützburg und da gefasst gefunden. Ja, also die Alphabetisierung auf Französisch, die wurde jetzt nicht zum ersten Mal aufs bildungspolitische Tapet gebracht. Die Überlegungen gab es schon, die wurden aber auch wieder verworfen. Ein Argument, was oft angeführt wird, ist eben, dass es zu einer sozialen Spaltung führen könnte, wenn man eine parallele Alphabetisierung auf Französisch anbietet. Dann wurde auch schon mal darüber nachgedacht, es nicht konsequent sei, auch auf Luxemburgisch zu alphabetisieren. Das wurde jetzt bildungspolitisch nicht weiter verfolgt. Es gab im wissenschaftlichen Diskurs durchaus schon mal solche Überlegungen. Und was jetzt nicht direkt, eher indirekt mit der Alphabetisierung zu tun hat, ist, dass 2009 wurde auch das erste Mal über den gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen diskutiert. Und ich habe dazu auch die curricularen Debatten mir angesehen und es zeichnet sich mit Blick auf diesen Referenzrahmen eine gewisse Krisensemantik ab. Also das wurde im Schulwesen, der wurde überhaupt nicht angenommen, weil man sich dann auch mit der Frage auseinandersetzen musste, dass man Deutsch zum Beispiel zu einer Zweitsprache, dass man es als Zweitsprache vermittelt oder Französisch als Fremdsprache oder umgekehrt oder wie auch immer. Und das hat eben nicht zum Identitätsverständnis gepasst. Und weil in Luxemburg wird Mehrsprachigkeit im Schulwesen sozusagen als verdreifachte Einsprachigkeit konstruiert. Und davon sich zu lösen, das zeichneten die Debatten ab, das war sehr schwierig. Und ich glaube auch, wenn man sich von diesen Vorstellungen nicht löst, kann man das Thema Alphabetisierung auch nicht bearbeiten. Also diese Thematiken gab es. Eine von den Antworten, die wir ja aus den letzten Jahren kennen, das ist der Aufbau von öffentlichen internationalen Schulen mit europäischen Programmen. Direktrice Adjointe von der École Internationale de Differdange et d'Esch-sur-Alzette, Elisabeth de Silva, hat uns den Unterschied der Punkte Alphabetisierung zwischen den internationalen Schulen mit europäischen Programmen an den Regelschulen erklärt. Ein Approche von der Alphabetisierung als die, dass wir eben Spruchsektionen haben. Das heißt, Kinder können sich an der französischsprachigen Sektion oder an einer englischsprachigen Sektion erschreiben, je nachdem, welche Sprachen sie mitbringen. Das heißt, wir alphabetisieren auch auf Französisch und auf Englisch. An dem Gangsspruch von der Alphabetisation, das ist Zielspruch, als auch Sektionsspruch. Das ist
Du gehst nicht am Alltag dann eben Lützburg geschwärt, ne? Mehr Französisch oder Englisch. Ich meine, das ist der größte Unterschied, was mir eben en plus von der Regelschule eben anbieten. Wir sind eine öffentliche Lützburger Schule. Wir arbeiten mit einem europäischen Programm. Was heißt das? Das heißt, wir sind eine aggregierte Schule. Wir haben dann eben Auditen alle drei Jahre von Experten, externen Experten, die da gucken, ob wir die europäischen Programme respektieren. Die europäischen Programme gehen auf europäischem Niveau, wo Lützburg auch mal dran ist, weil wir die Chefdelegation, wir haben Sitz zu Brüssel, die gehen revisiert, die gehen abgeschafft, Arbeitsgruppen, alle vier Jahre. Wie machen wir das intern? Ma ja, wir haben die Freitag noch mittag, wo als Schüler alle freigestellt sind, Profen aber nicht, dann sind wir an der Schulentwicklung gemäht, durch die Versammlungen, nur ein Kalender. Da wird harmonisiert, da lehren wir die einen von den anderen. Da gehen dann auch Materialien ausgewählt, harmonisiert, an den Lüsten abgestellt, für den Eltern dann am Ende des Jahres dann eben zu gehen. Die Schüler sind freigestellt, die Enseignant nicht total gelernt. Das wird diese Elisabeth da Silva eben zu den internationalen Schulen mit dem europäischen Programm. Ich werde etwas anderes, das wird nur durchgeführt am Educationsministerium für NRW zu gehen bei der Alphabetisierung. Dazu hat Francine van Olst gefreut. Sie als Chef des Services vom Enseignement Fondamental am Educationsministerium. Ja, wir stellen uns die Frage schon eine lange Zeit und wir haben uns auch viele Gedanken darüber gemacht. Und was für uns wichtig wäre, das wäre, dass die Kinder parallel kann, die einen auf Deutsch und die anderen eben auf Französisch alphabetisieren. Weil das aber auch wichtig ist, dass man sie bei ihnen halten, natürlich, dass man sie an den anderen Fächern zusammenhalten und zusammen beschulen, sodass man nicht von zwei verschiedenen Klassen schwätzen kann, sondern wirklich von einer Klasse schwätzt, die parallel alphabetisiert wird. Der nächste wichtige Begleiter von so einem Projekt ist natürlich die Direktion auf der Platz. Wir gehen aber auch hingehen und die Enseignanten begleiten an dem Prozess, an dem wir auf die Erfahrungen von den europäischen Schulen zurückgreifen, die Leute auch mal runterziehen, dass wir von ihren Erfahrungen können profitieren, dass wir sie fit machen für eine Alphabetisierung auf Französisch, an dem wir auch den Institut de Formation von, von der Education Nationale mal daran holen. Dass wir hier gehen, vielleicht aber auch die Uni mit beiholen, für das Projekt zu präparieren, zu begleiten und auch zu evaluieren. Und dann ist es natürlich ein Projekt, wenn den sich umsetzt, dass den für uns auch eine große Wichtigkeit hat, sodass auch der Ministerwert an der Begleitung dabei sind. Madame van Olst, ich weiß also über deine Parallelalphabetisierung Französisch und Deutsch. Ja, Toffer von der Alphabetisierung als Work in Progress, wie wir von ganz vielen Seiten schon hören und unter dem Anfang von diesem Webinar. Ich werde weiteren Aspekte, mit denen du mehr gründlich nur denken, Herr Kloos. Da kommen wir aber etwas zurück, wo wir viel schon ein bisschen drüber geschwärzt hatten, dass wir uns mehr an einer Moyen an Utien wollen und gehen, aber was können wir uns auch gehen? Für so viel wie möglich Türöffner zu finden, für die Kanner und Schriftspruch rundzukriegen. Ich meine, das wird auch ganz oft darüber geschwärzt. Ja, schwätzen machen wir irgendwo alle gut. Mir geht ja wirklich um die Alphabetisierung und das in einer Sitzung mit der Schriftspruch. Und da brauchen wir neue Türöffner für die Diversität, die wir hier finden, anzugehen. Und da ist die französische Alphabetisierung, wie sie auch von der Madame von Holz du geschwärzt hat, das ist eine Frage, die auch ich an den letzten Jahren ganz oft gestellt habe, unter anderem auch von der Madame Scholtes. Auch ganz oft im Kontext von Siftat, dem Schulentwicklungsprogramm, also dem PDS, wie man an den Schulen hat, respektive wenn neue Schulen geplant gehen, wo es wirklich darum geht, ehren wir überhaupt etwas planen, ehren wir auch Stein planen, was kann das Konzept von der Schule sein, wie wollen wir das schaffen? Und da kommen die Frage auch immer hin. Voilà, wie gesagt, dass man sicher eine weitere Notiz, die ganz willkommen wäre, für als Möglichkeiten oder als Bordautie mit groß zu machen, für mit der Diversität umzugehen. Mhm. Und welche Kriterien geben dann analysieren für eine Rekommendation bei der Spruch von der Alphabetisierung zu gehen? Ja, also das ist eine ganz interessante Frage, die auch immens aktuell ist, weil wir auch das Woche zu Schöffling zum Beispiel darüber geschwärzt haben.
andere so Kriterien als Gesicht tun. Ich will aber mal aufhängen mit dem Kriterium, den man zur Sicherheit nicht aus, und das ist Nationalität von einem Kant. Mhm. Wir haben Kapto ganz lang und intensiv beieinander gestreckt, für einfach zu gucken, bei welchen Kanner möchte das sein, aber was sind Kriterien, an denen wir gucken. Und du hast mit Sicherheit einen Aspekt, wie gefestigt ist das Mammenspruch. Aber wenn du zum Beispiel nicht so gefestigt ist, wie ihn das braucht, für einen neuen Spruch dabei zu lehren, was sind Sprüchen, die einst daheim geschwärt gehen, oder was ist Spruch, die daheim geschwärt geht, was ist der Background davon? Und haben wir da vielleicht mehr eine große Facilität gekannt, an etwas mehr. Ja, mit Französisch mich sehr darunter rumzukriegen oder auch das gefreut, wenn man das auf Deutsch alphabetisieren riskiert, man dann nach mir weiter weg zu gehen, von dem, weil er eventuell daheim hört oder wo der Kontakt daheim der Mann ist. Wo man dann sehr bei einem anderen Kriterium wären, wir schwätzen von der Vielfalt von Sprachen und auch Nationalitäten, die wir an unserer Gesellschaft, an dementsprechend auch an den Schulen haben. Und da sind ganz unterschiedliche Sprachen und oft hast du die Integrationsspruch von den Älteren, also der Spruch, diese Lehre für hier im Land Fuß zu fassen, für hier Arbeit, für hier im Alltag, als Französisch. Und sie beherrschen Französisch auch vielleicht nicht perfekt, aber Deutsch beherrschen sie überhaupt nicht. Aber wenn man dann viel darüber geschaut hat, wie wichtig aber auch der Support von daheim ist, dann ist hier immer ein Aspekt, wenn man an einer Sprache alphabetisieren, wo du eben gar keinen Kontakt dazu hast, da kann Kant auch gar keinen Austausch über das, was man an der Schule hat, mit den Eltern machen. Also ist eventuell auch das ein Kriterium. Ganz interessant, habe ich persönlich an unserem Ausschaffen von den Kriterien oder möglichen Kriterien fand, dass man sich auch Gedanken darüber gemacht hat, in welcher Sprache gehen kann er am nonformalen Bereich betreut. Und das geht ja für diese Schmengen. Es sind ein paar Kanner, die gehen, so wie man das früher kannte, daheim betreut. Andere, die sind an der Maison Rolena geschrieben. Du hast den Kontakt zum Lützebäuerchen natürlich gehen. Also die Kanner sind den ganzen Tag in Kontakt mit dem Lützebäuerchen. Wir haben aber auch ganz viele Privatoffen von nonformaler Betreuung, wo den Abfluss auf den Spruch, die du geschwärt hast, von unserer Seite das ganz klein ist, an den aber auch ganz heterogen ist. Und auch da, dass etwas, wie kann dann auch gucken, mit welchen Gesprächen aus der Kant, neben der Schule weiter in Kontakt. Und dass du vielleicht eine Alternativalphabetisierung dann die bessere Lesung für mich selber und noch besser Fortschritt zu machen. Weil das war so ein Überblick und Einzelnen. Und ich meine, dass man dann auch immer bei Einzelfällen sind, wo aus irgendwelchen Gründen, die vielleicht mit spezifischen Besonderheiten zu dienen, jetzt da ein Trubel spezifisch du Langage, das ist ein Beispiel, was man direkt auffällt, weil man das hat, denn, wo dann auch ein Piste durchaus kann, eine Alphabetisierung an einem anderen Spruch sein. Mhm. Preisen dann nur noch weitere Alternativen an der hyperdiverser Lützebäuer Schullandschaft. Caroline Hornung. Also ich begrüße den Lommel, dass wir auf alle Fall auf den Weg gehen, dass wir einfach für Alternative gesehen. Einerseits haben wir die europäisch öffentlichen Schulen, die auch, wie gesagt, eine Alternative bieten. Und wenn wir auch an der traditionellen Schule drüber gehen, dass wir können auf Französisch alphabetisieren, nicht auf dem Deutschen, von Stadt am Fong, eine gute Weg. Mit der Voraussetzung, dass den wie wir schon oft gesagt haben, auch ob die Alphabetisation am Vierfeld vierberät und ob die Sprache eben auch angeht für drin. Mhm. Wie sieht ihr das, Madame Sattler? Ja, ich kann dem nur zustimmen. Und ich denke auch, ich meine, Madame Sattler, ihre Mikro ist nicht drin. Loava. Okay, dann nochmal. Also ich kann dem nur zustimmen, was Frau Hornung gerade gesagt hat. Also ich finde das auch wirklich begrüßenswert, dass so viele Alternativen angeboten werden und dass da wirklich intensiv drüber nachgedacht wird. Insgesamt, denke ich, müsste man im öffentlichen, ich sage jetzt Regelschulsystem, ich weiß, dass die internationalen Schulen auch öffentlich sind, aber ich denke, es ist klar, was gemeint ist, dass dass das Verhältnis der Sprachen zueinander nochmal sich genauer, dass man sich das nochmal genauer ansieht, weil es so ist, dass man beispielsweise, man hat in Luxemburg sozusagen zwei Fachkonzeptionen. Einmal das, also für Sprachen. Einmal, dass die Sprachendidaktik oder die Fachdidaktik im sprachlichen Fach an sich und dann die Funktion der Sprachen als Vehikularsprachen. Da ist es so, dass je nach Fach dann auch die Sprachen sehr abrupt eben switchen, beispielsweise das Fach Mathematik. Man geht damit davon aus, dass man
Schüler hat, die völlig souverän zwischen den Sprachen auch wechseln können. Und das stelle ich mir also auch extrem schwierig vor. Und ich denke, da müsste man sich die Sachen nochmal ansehen. Und an die Schüler, die sind echt rar gesehen. Die ganz alles sind, die Schüler sehr rar gesehen, die ganz alles sind durch die Sprache hin und her zu jonglieren. Ja, also das, ja. Merci, dafür. Ja, wir haben schon eine gute Tour gemacht. Wir haben über die frequente Spracheförderung gesprochen, lesen und schreiben lernen, wie das funktioniert, die Alphabetisierung am C1, am C2, was die Fehler sind, was die Fehler noch sind für den Enseignant selber. Es sind noch viele Fragen gekommen vom Publikum. Holen wir uns also die letzten 30 Minuten, die wir noch von diesem Webinar übrig haben, für ob die Fragen zu antworten. Ja, da kommen viele Fragen natürlich an Zusammenhang mit den europäischen Schulen und der Vergleichbarkeit mit der normalen Schule, wenn ich das so kann sagen. Kann in eine europäische Schule, die sich hier Schülerinnen selber aussieht, da wo engagiert Eltern hier kann ummelden, vergleichen mit der, also ich setze nur eine ganze physische normale Schule, die alle Kant abhält, da das eng froh, die du herankommst. Wie wählt darüber Antworten? Den Herr Klus. Ich probiere. für dich will ich mal sagen, dass die Komplementäroffer, die du geschafft hast an den, mit den öffentlichen internationalen Schulen, die aus hier kommen, für genau dem Dutten, was du gefragt hast, ein bisschen entgegenzuwirken. Das sind Schulen, die weltöffentlich sind, auch gratis sind, sodass du nicht den Aspekt von dem, der bezahlt, kriegt, ein Service, der präsentiert, spielt. So dass die Gefahr an dem Sinn ein bisschen mehr klein ist. Bon. Wir können aber dabei, dass die Schulen nicht überall gehen und dass die dann aber oder die Skolarisation von Kanner an denen Schulen mal zu springen, dass verschiedene muss weit tragen, ob sie Schulen oder darüber gewesen sind, dass hier Kanner durch eine Gefahr gehen. An dem Sinn, wie gesagt, das als Komplementäroffer fand ich ganz gut, weil die ist neidig und sinnvoll und erfüllt auch ihren Zweck. Muss ich auch immer wissen, als Eltern, wie stelle ich mit Skolarität von meinen Kindern vor, weil das eventuell als familiären Plan à long terme, wie lange sind ich an einem Land oder was, also einfach nicht mehr so ganz pragmatisch Frauen, die sich an dem Bereich stellt. Trotzdem, ja, also es ist wichtig, dass die anderen öffentlichen Schulen, also Kommunalschulen, was die Fundamental betrifft, auch die Möglichkeiten kriegen, sich mehr breit aufzustellen für, wie man das manchmal auch über die ganze letzte Stunde noch diskutiert, der Vielfalt, gegen die wir es nicht können wehren und auch wahrscheinlich gar nicht wollen wehren, das wäre gar nicht in der Natur von Lützburg, dass wir es gegen Vielfalt wehren. Wir müssen das aber in die Vielfalt aufpassen und als Moyen gehen, für an unseren kommunalen Schulen Möglichkeiten zu schaffen. Das kann dabei sein, in dir verbleiben und dementsprechend auch etwas für die Kohäsion sozial machen. Weil wenn sie effektiv durch tolle Pflanzen transportiert, gibt es ja bei das oder die Opfer, wo es da just auf enger Platz geht, dann besteht im Moment nicht, weil dafür sind nicht genug Platz. Und wenn das generalisiert geht, dann haben wir natürlich ein Risiko von Verschiebungen und eventuell, dass spruchlich Gruppen sich bilden. Wenn sie aber bei unseren Schulen gehen, meine ich, dass das absolut überhaupt nicht geschieht. Mhm. Weil da sind sie bei ihnen. Man hat von uns das doch gut beschrieben für drin. Bei der Idee von der Alphabetisierung auf Französisch ist ganz klar so, dass die Kanner sollen bei ihnen sind, mit denen, die auf Deutsch alphabetisiert gehen, und dass du immer den Lien, den Lützburg zwischen ihnen möchtest, dass der noch bestehen bleibt. Mhm. Stellen direkt noch ein Froh zum nämlichen Sujet. Und zwar die heute feiert ihr in der Zwischenzeit ganz divers Opfer in der Lützburger Schullandschaft nur zu verschiedenen Parallelgesellschaften. Theoretisch sind das Opfer ein Plus-Value für verschiedene Kanner, aber wie sind Enseignanten und Enseignanten der schulischen Zusammenhalt praktisch im Terrain, vor allem an den International Schools? Wer will darüber antworten? Madame Hornung vielleicht? Keine Matrone, ich kann nicht kurz resümieren. Ja, also ob die in der Zwischenzeit ganz divers offen in der Lützburger Schullandschaft nicht zu verschiedenen Parallelgesellschaften feiert, das eng froh, ging ich mal so. Und dann, ja, developiert die Person theoretisch schon das Offen ein Plus-Value für verschiedene Kanner. Aber wie gesehen, die Enseignanten und Enseignanten der schulischen Zusammenhalt praktisch im Terrain. Vor allem dann an den internationalen Schulen. Also
Also zu der Parallelwelten gebe ich so ein, ich meine, wir haben eine große Diversität hier im Land und ich meine auch innerhalb von einer Schule, die mehr oder minder groß ist, wenn du Schüler sind, die immens gut weiterkommen und Schüler, die immens schwach sind, ich meine, du haben wir schon Parallelwelten innerhalb von einer Schule. Ich meine, du brauchst mal also nicht unbedingt unterschiedliche Schulen anzugucken. Danach an den internationalen Schulen, du kennst mich nur Männer aus, ich kann nicht wirklich so etwas konkret so noch als Enseignant, weil ich auch nicht an diesen Schulen arbeite oder auch nicht viel mit denen Enseignant zu dienen. Ich weiß nicht, ob es vielleicht in etwas dazu will sagen. Zu den internationalen Schulen. Herr Kloß? Ja, also ich gebe da ein bisschen der Zahl, so wie ich für die Ruscha gesagt habe. Das ist ein Komplementaropfer, die nötig ist, für der Diversität gerecht zu gehen. Weil Diversität oder die Scheier von der Diversität ist so weit auseinander, dass man wirklich auch für eine relativ große Gruppe und Leute, so ich mal einfach, auch Lesungen müssen anbieten, sodass die durchaus die Daseinsberechtigung an dem Sinn haben. Schon noch nicht den detaillierten Ableger an das Funktionament von den öffentlichen internationalen Schulen. Ich weiß aber schon immer lange durch Geografie oder da, wo sie angesiedelt sind, wird ja auch alles dafür gemacht, für dass die Segregation nicht stattfindet. Wenn ich gucke in den Lünster Lycée, da gibt es sowohl ein traditionelles Sekundär am Lützebäuer System wie nebenan ein Schule mit einem internationalen Offer. Und ich die Kolle International von Stefan den gucken, die sind Matzen am den Dorf Kehren, an den zwei Gemeinden, wo sie vertreten sind, und auch da in Kontakt mit allem, was rundherum ist, sodass das auch da limitiert, dass da das Risiko besteht, dass die sich an eine Parallelwelt verflüchten. Für Klief meine ich, dass das ähnlich ist, wenn ich gucke, die neue Schule, die entsteht im Gäseknäppchen, die steht an der Mitte von den traditionellsten Lützebäuer Schulen, die man am Sekundärsbereich sicher gehen. Und du hast ja auch eine Vermischung, die dann aber stattfindet, weil sie teilen sich eigentlich sämtliche Infrastrukturen, die rund um die Schule zur Verfügung stehen. Voilà. Ich hoffe, dass das ein bisschen die Frage du kannst beantworten. Ich meine schon. Dann ein ganz andere Frage, aber auch ganz interessant. Wenn du nur einen vergleichbare Situation siehst, zu Lützburg, dann lande ich in der Schweiz. Da stellt ihn sich froh, wenn sich nicht kann in der Schweiz inspirieren, für Lesungen zu finden, an einer ähnlichen Spruchsituation wie Lützburg. Ich meine, du gehst schon Erfahrungswerte an, wie Madame Hornung. Ja, du gehst effektiv viele Studien auf verschiedenen Niveaus, die du gemacht hast. Sie nehmen auch ganz frei am Sekel 1, der Sekel 2, was bei ihnen eben nach Kindergarten, Vorschule, dann eben hinhege oder dann Primarschule. Da das für vor allem auf die Deutschschweiz bezieht die Studien. Sie tun sie einerseits als eine Zeit nach an der Spielschule, also so Spielschule, weil sie das ja auch dann Kindergarten nennen, als Schweizer Deutsch gesprochen gehen. Und da haben sie irgendwann am Anfang von den 2004, 2005, aber auch auf verschiedenen Kantonen decidiert, dass es nach Heischdeutsch soll gesperrt gehen, weil sie eben gemerkt haben, dass ganz viel mehr Sprache kann. Du nur eben nicht so einfach lesen und schreiben lehren, wie eben kann, die du hier Heischdeutsch oder auch Schweizerdeutsch schwätzen. Ein bisschen ähnliche Situation wie bei uns eben noch, dass da eben das Schweizerdeutsch, wenn sie das lehren, an einem Sickel lehnt, bei einem Kindergarten dann nicht unbedingt die Brückenfunktion hat, wie dann auf Heischdeutsch zu lesen und zu schreiben. Eine andere Studie, die sie auch gemacht haben, die ganz interessant ist, da haben sie sich eben bewusst damit auseinandergesetzt, an der Hypothese, dass wenn ein Deutschspruch von Kant fördert, dass das einen positiven Effekt hat auf die Alphabetisierung. Dann das haben sie gemacht an einer Interventionsstudie, wo sie eben da geguckt haben, in einer Gruppe von Kanadern, während die 70 die Gruppen an ihren Deutschspruch eine effektive Förderung, während paar Monate Sprache waren da, unter anderem Italienisch, aber auch Serbisch, meine ich, und ich weiß nicht, wie noch dabei waren. Auf alle Fall haben die Kanadern nur der Intervention. Daneben haben sie auch Heischdeutsch an den Schulen auch weiter Aktivitäten an der Spruch gemacht. Aber was sie dann herausfinden tun, sie hatten noch eine Kontrollgruppe, die eben keine so spezifische Spruchintervention hatte, die just Heischdeutsch gesprochen. Sie herausfinden, dass die Kanner, die mehrsprachige Kanner mit einer anderen
Erstsprache wie Deutsch oder Schweizerdeutsch sich natürlich an ihrer Erstsprache konnten verbessern und dazu auch viel mehr so ein Jummel selbstsicher gesehen und auch ein Friedhätten um Schwätzen mehr wie die anderen können. Aber tut nicht, also tut keinen Effekt bräuchte für die Alphabetisierung. Die können sie nicht unbedingt besser gewischt an ihrer Alphabetisierung oder sie hatten nicht unbedingt mehr einfach viel Lesen und Schreiben zu lernen. Das heißt, für die Kinder sich war es ein positiver Effekt, auch noch für die Eltern Arbeit, mehr allein für die Alphabetisierung zu stärken, den Effekt haben sie nicht gefunden. Da knapp eine Stunde lang, weil logisch kommen wir froh zur Kompensierung später hin für Probleme bei der Alphabetisierung. Was geht da am fundamental für sich für Probleme eben bei der Alphabetisierung später abzufangen? Herr Kloß, Madame Schultes. Madame Schultes. Ja, muss ich mal. Ja, voilà. Das Empfang, das wird wieder gesagt. Gehen aus mir natürlich ganz viele Probleme an der Alphabetisierung, an der Ostschweiz umgeschwärzt gehen. Ich kann auch für uns Schulschwätzen. Wir schaffen mit Schweizer Programmen zum Deal, wo ganz strukturiert geschafft wird. Das heißt, wo ganz strukturiert und Sprache hochgegangen geht, wo keiner Gerüste kriegen, anhand denen geschafft wird. Und voilà, wo Satzstrukturen am Anfang benutzt gehen. Wir nennen das Seriensatz zum Beispiel, wo ganz klar am Anfang aus, wie der Satz gebildet wird, wo sie Hilfestellung kriegen, visuelle Hilfe, für einen Satz eben zu bilden zum Beispiel. Das heißt, geht ganz viel auf das Visuelle und dann aber auch ganz viel auf das Schwätzen, auf das Hören. Für dann eben auch der Alphabetisierung, was der Alphabetisierung dann natürlich zugutekommen kann. Wie schwierig ist es eigentlich, spruchdidaktisches Material auszuschaffen für Zykl 1 und Zykl 2 auf verschiedene Sprachen? Aber wo geht denn sich da an das Ausland inspirieren? Das ist auch eine Frage, die über Didaktik herkommt, über diesen Ticker. Du müsst mal unseren Vertreter vom Skript einsetzen, wenn den das kennt, beantworten. Also ich meine, versetz dich mal an so. Ich probiere. Ich komme rum, damit das die Schweiz mit Sicherheit etwas ist, wo man sich immer kann, inspirieren kann. Ich weiß aber auch, dass an der Last auch mal nur Österreich geguckt wird, wie du Sachen möchtest. Ich meine, dass man nie etwas können kopieren. Meine Meinung hat ja doch viel gut geschwätzt. Indem sie die Etude durchgelöscht hat, dann so vier Runden, dann muss man dann natürlich gucken, was sie bei uns dann aber vielleicht rum dünner schädern und so weiter. Also kopieren können wir nicht. Wir können das just inspirieren gehen und dann Sachen bei ihnen bringen. Und dann meine ich, dass wir ja auch die Kompetenzen am Land haben, für uns selber Gedanken zu machen und dann die nötigen Sachen dabei uns zu evaluieren oder zu denken oder zu entwickeln, für dann mit dieser Situation eins zu gehen. Ein Beispiel Dorana oder Dofuna, weil den du kennst, aber auch hier, wenn das den neue Französischprogramm am Fundamental, wo genau das geschieht, ist, dass sich inspiriert gehen und Sachen, die jetzt kaufen, wie die sie komplett überschafft gehen, von Grund ab und auf den letztenbürgerlichen Kontext angepasst gehen. Und du merkst den, wann jemand die Leute schwätzt, die sich schon mit dem Programm müssen befassen, weil er halt dann noch also der Schule Gebäude geht, dass die da ganz positiv drüber schwätzen. Und einfach auch an der Approche zur Sprache, auch die Logik der Sprache durch die Sachen mehr gefördert wird, dann kann man sich mehr sehr etwas schwätzen auf Französisch, wie das eventuell vergleichbar war mit den Jurophilen. Und da schwätzen wir aber von Leuten, die an den Zyklen, wo sie enseignieren, eine gewisse Erfahrung haben und sowohl das alt gemacht haben, wie auch das neu. Dann bin ich froh zu den Instrumenten für die Alphabetisierung auf Deutsch. Pro- oder Contra-Anlaut-Tabelle? Also ich will das halt nicht monopolisieren. Aber, das ist lanciert. Ja, ich sage aber nichts Neues. Für mich geht es kein Pro- oder Contra irgendeine Methode oder ein Outil. Wir brauchen die Methode oder den Outil, den gerade passt, auf der Platz, wo wir sind, mit dem Kant oder mit dem Kanner oder mit dem Gruppkanner, wo wir sind. Das ist interessant, weil ich noch eins von Studenten gefragt habe, mit welchen Büchern schaffen wir, zum Beispiel an der Mathe, ich schaffe mal beim Zahlenbuch oder beim Flexer Flow. Ich meine, das hängt immens viel mit dem Grupp von den Kanner zusammen, aus der sich dann in der Klasse zusammensetzt. Und dann kann ich natürlich dann aufweilen, wie ein Buch oder wie ein Material oder wie ein Outil oder wer darum rein hält. Also das ist auch mehr individuell dann und Sarah Rogoin.
Ja, ich denke schon. Das ist ja auch eine Sache, von als Lehrperson festzustellen, wo seine Klasse steht. Also die Kompetenzen, die die Insel kann haben, und ob denen umzuknappen und dann notieren und Methoden umzuwenden, die zu ihnen passen. Also in dem Sinn kompetenzorientiert vorgehen, aber auch mal Material. Also ich fand, kann ich nicht, das nehme ich so schon mal das Bild von früher, ich habe mir ein Buch an, mir ein E-Buch an, ganz schuldig, das selbe Buch an. Ja. Das ist einfach ich meine, mehr so. Und das ist ja auch flott, die Diversität zu haben mittlerweile an den Materialien. Und ich denke, wenn man kann mit Lehrstörungen zum Beispiel schafft, die brauchen noch ganz andere Material oder ganz andere Anregungen. Und du schaffst die viel mehr handlungsorientiert und viel mehr mit Büchern. Also ich denke, du... Wir werden nicht eine Anlauttabelle dann benutzen, wenn dem Kant da weiter hilft, wo es gerade steht. Oder die kann auch das Material, das will ich vielleicht auch darauf hinweisen, dass Material auch ganz vielseitig benutzt gehen. Das ist ein bisschen das, was ich schon in meiner Intro gesagt habe. Mhm. Das ist wirklich Kunst, für zu gucken, was passt. Ich meine, dass an den engen Schulen das ein passt, an den anderen Schulen das anders. Es geht auch eigentlich nicht eine Methode, die für jeden Verein passt, und oft ist es so ein bisschen der Mix aus verschiedenen Methoden. Für allem für mich starke Schüler, die einfach mehr Facilitäten an der Alphabetisierung haben, da kann ich auch mal sowohl eine Silbemethode wie eine Anlauttabelle holen, und das funktioniert, was bei anderen Schülern vielleicht nicht unbedingt funktioniert. Und ich kann am Anfang bestätigen, dass an den Schulen sich ganz viele Gedanken darüber gemacht wird, an den Konzertationen ganz viel über Material geschwärzt wird, einfach auch, weil man eben die Freiheiten durch die Schule gesetzt hat. Ich meine, ich kann mich erinnern, wie ich alphabetisiert sind. Ich meine, du hast am ganzen Land dasselbe Buch benutzt gehen. Und das ist einfach nicht mehr der Fall. Und das gibt dem Ganzen aber auch viel mehr Möglichkeiten. Und ich muss so nicht schätzen, dass es am Anfang da vertraut wird, dass man, egal mit welchem Material man schaffen und den Sockel schaffen, die am Anfang wie sie hat gehen eben vom Plan d'Etude. Und voilà, wie gesagt, also das meint einfach Kunst für das Richtige, für seine Schülerschaft zu fangen. Das setzt aber auch voraus, dass sie eine gewisse Kompetenz hat von den Tieren und sich auch damit auseinandersetzen. Ich meine, das ist etwas, das ist nur etwas, was wichtig ist an ihrem Studium, dass sie sich die verschiedenen Tieren, Bücher, Methoden angucken. Und das machen sie ganz viel am Stage, dafür kommen sie auch mit Frauen. Und das ist eigentlich ganz, ganz wichtig. Für Schule, an der Schule zu schaffen. Dann haben wir auch eine Frage zu den Instrumenten für die Alphabetisierung am Französischen. Soll dort die Methode global oder syllabik angewandt gehen? Ja, Herr Kloster, das wäre ich. Also was an dem dritten Bereich, oder an dem, das ist ein Projekt, den nur gedacht hat, also ich meine, der Minister hat wieder eine Annonce gemacht, dass man soll an die dritte Richtung denken. Was du wichtig ist, dass wir kein Experiment machen. Weil ich meine, wenn man kann aufhängen, zu alphabetisieren, auf Französisch, dann muss auch garantiert sein, dass wir das hinkriegen und dass wir das dann auch können, bis zu dem Grad, wo nötig ist, auch durchziehen. Und in dem Sinn wird es einfach basiert auf Sachen, die man kennen. Und das ist das Programm, das an den öffentlichen oder an den öffentlichen internationalen Schulen in dem dritten Bereich geholt wird. Meine Herren, ich freue mich über die forschungsbasierte Rekommendationen für die Enseignanten am spezifischen Lützebäuer Kontext. Und zwar, wo bleiben forschungsbasierte Rekommendationen für die Enseignanten an dem Kontext? Caroline Holm. Die geht in mich. Die geht in mich. Forschung. Ja. Forschungsbasierte Rekommendationen denken nicht nur als erst und als letzte Ausgabe vom Bildungsbericht, wo wir probieren, einfach Dinge, die wir erhoben haben, über die letzten Jahre zu resümieren und auch einfach dort zu weisen, wo die Schwung vielleicht ein bisschen direkt und wo Probleme sind, wo aber auch vielleicht positiv Resultate zu finden sind. Also, ich meine, an das geht es dann noch an den Berichten. Da gibt es auch zum Teil Rekommendationen gemacht. Also eben auch da, was zum Beispiel etwas, was immer viel gehofft wird, eben das eben am Sikel lehnt, Freiförderung zu machen an der Sprache, aber auch an der Mathe. Und das ist immer so eine forschungsbasierte Rekommendation, die ich so kann gehen. Voilà. Dann haben wir eine Suggestion, Herr Kirit, nämlich zur Parallela
Alphabetisierung. Also denkbar, dass an einer selbsten Grundschulalphabetisierung für die einen Kinder auf Deutsch, für die anderen auf Französisch gemerkt wird, ab dem Zirkel 3 gibt der Spruch, an der nicht alphabetisiert geholfen, im Prinzip vom Français Langue étrangère, beispielsweise Deutsch, als Fremdsprache enseigniert gehen. Was teilt ihr von der Suggestion, unser Konzept? Ich froh, dass du aus der Möglichkeit, also aus der Kandidat zu machen, dann war das ja. Ja. Ja, kann ich machen und das tut. Und dann, wenn ich ihn bis umsetzt. Voilà, also das hört auch ganz viel über die Kohäsion Soziale geschwärzt, wie die Identität verloren gehen. Was muss man mal denken, wenn man Alternativen denken bei der Alphabetisierung, für das, das, Leute, das kann aber nicht bleiben, dass die Kohäsion bestehen bleibt. Und da kann es nicht mehr so sein, dass man sie, und das hat man dann von uns dann hier eine Intervention noch gesagt, dass man sie bei ihnen halten. Also muss man als Gedanken darüber machen, wie kriegen wir sie bei ihnen parallel alphabetisiert. Aber was bedeutet das dann noch für die Zyklen der Noh, wo dann die einen kann mit mehr starken Deutschspruch kommen und die anderen mit mehr starker französischer Spruch. Und was das bedeutet für die Zyklen 3 mit einer Langue 1 und einer Langue 2. Aber wenn wir sie dann noch können bei ihnen feiern, wo ihnen kann davon ausgehen, wann ihnen das kann, dass sie ein Niveau an beiden Sprachen erreichen, für ihn können komplett bei ihnen zu setzen. Und da sind wir nicht ganz weit weg von dem, was wir alle haben, weil wenn ihr guckt, wenn sie den Übergang vom Cycle 4 an den Sekundär machen, und das hat man am Sattler viel noch angeschaut, da geht aber immer zwischen den Langvehikulären und verschiedenen Fächern komplett geswitcht, wo das Mathe immer auf Deutsch war, weil es immer von einem da auf den anderen auf Französisch. Und immer auch große Erwartungen, und sie gehen davon aus, dass sie etwas können an der Spruch. Voilà, und dann ist das heute noch einfach an der Optik zu sehen, wie halten wir sie bei ihnen und kriegen den Parallelismus trotzdem hin. Du spielst ja auch das, was man denkt, das gesagt und das muss und dann eine Zwischenrolle auch. Hein? Also, dass die Wolle dann auch vielleicht mehr ausgebaut wird, in Vue von so einer Suggestion für die können umzusetzen. Ja, was das muss nur belangt, kann ich schon den Sockel der Kompetenz orientieren und den natürlich so formulieren, dass sie bei den Spruch, die als Lang 1 oder Lang 2 dann gewählt wird, auch passen. Aus der das wird wünschenswert wäre. Ich denke, das ist schon jahrelang eine Diskussion. Ich meine, die Leute, die im Terra arbeiten, schwätzen darüber. Wir sind uns bewusst, dass die Alphabetisierung auf Deutsch nicht immer erfolgreich ist. Und voilà, natürlich sieht man da noch Lösungen. Ich meine, dass wir darüber gesagt haben, ist schon froh auch rezent gestaltet. Wir werden nicht an einer anderen Sprache, zwar Französisch, alphabetisieren. Das ist, ja, das ist schon. Also ich denke schon, dass es ein wünschenswertes Projekt ist und einfach der Diversität, die wir hier im Land haben, für die Errechnung zu drohen. Mhm. Ich kann vielleicht noch ein paar Chiffre so von den Kanner, die am Sikkel 3 nicht den Sockel vom Sikkel 2 errichten. Ja. Das sind am Lesverstuhl 40% von den Kanner. 40% von der gesamten Schülerschaft. Aber meist dann die letzte Sprache ist wertschluss. Und wir gucken zum Beispiel just die portugiesische Sprache schon, da sind wir bei 60%. Was lehrt ihr denn daraus auch? Weil ja, das ist so, wenn wir das im Moment machen, nicht unbedingt zu der Realität von vielen Kindern beiträgt. Also, dass sie so nicht lesen und schreiben lernen. Und das Problem ist ja auch, wenn sie da schon einen Rückstand haben, einen Entwicklungsrückstand, den sie ja schon zum Teil haben, wenn sie die Alphabetisierung auffangen, die geht ja immer mit groß. Die kriegen sie nicht abgeholt. Und vor allem, dass sie nicht nehmen, die Fähigkeit aus sich oder die Lesen und Schreiben, mit, dass sie auch ihre Motivation, was sie dann da auch zum Teil akkumulieren, das sind dann weil er schlecht testet, eine gewisse Frustration, ein Allongement des Zyklus, die dazu beiträgt, dass sie nach mehr Handeln drauf fallen. Das ist für selbst was für drinnen, tut mich noch forschungsbasierte Rekommendationen gefragt, was wir ganz klar im letzten Bildungsbericht gewiesen haben, also ein Kapitel zu dem eben dem langschnittlichen der Entwicklung zwischen dem Zyklus 1 und dem Zyklus 2 und Zyklus 3, dass das den Allongement des Zyklus keinen Effekt hat. Das ist die Kinder, die Jahre mit lang, und das sind aber 14-17% von all den Schülern, die Jahre mit lang dann am Zyklus 2 bleiben, die kriegen ihre Retard nicht abgeholt. Die schneiden auch nur 3 Jahre, so eine Schlummer, wo sie am Sikkel 2 sind, noch immer nicht gut auf. Und dann an den Prüfen am Sikkel 3. Das, was ihnen sich da wünscht, dass sie an einem Jahr das Abgeholt kriegen, das findet auch nicht statt. Mhm. Und ich meine, all die, so eine Schlummer, aber negative Erfahrungen drohen dazu bei, das kann er durch darum lehren, irgendwann
verlieren und demotiviert sind. Und du hast nicht unbedingt die nötige Hilfestellung auch vielleicht kriegen, weil die Eltern auch nicht können helfen, weil sie den Spruch nicht, ja, nicht verstehen, was man für Druck schon gesagt hat. Voilà. Also das ist schon alarmierend, die ganze Situation. Schon ein ganz treffendes Beispiel, also ein rezent Aussuch von einem Schüler, der am Anfang darüber passt. Den ist einfach also noch schon unmotiviert an einem Sikel 2e. Dann ist es ganz einfach, gibt den Sinn nicht angesehen, für was er soll Deutsch lehren, weil seine Eltern gibt ja auch ganz gut mit Französisch hier im Land eins gehen. Und ich fand so ein Aussuch von so einem kleinen 7-jährigen Göttern aber zu denken. Mhm. Absolut. Mhm. Mhm. Wie hast du eigentlich mit Erkenntnissen über die Wirksamkeit von, von der Präalphabetisierungserfahren gut dazu geforscht auf der Uni? Adias, wie möchtest du? Ich habe nur gemerkt. Gut dazu geforscht, zu der, also weil du am Sikel 1 geschafft hast, konkret, ob man durch Forschungsprojekte hin. Was man also an einem Forschungsprojekt angucken, das ist einfach die freikantliche mehrsprachige Bildung, was tut den Impact das eben auf der Alphabetisierung. Natürlich hast du gut geguckt, einfach welche Sprachen kann er, also ob so an einer Betreuungsstruktur waren, an welchen Sprachen du eben geschwärzt gesehen und ob das den Impact hat und eben auf den Kompetenzen am Sikel 2, Sikel 3. Und das sind dann eben auch langschnittlich Daten, die da gesammelt gehen und die Werte ganz interessant sind. Auch in dem Sinn, wird mir am Hirscht, auch an den Prüfstern und an die See, den deutschen Verstehenstest abbauen am Sikel 2, für einfach zu gucken, mit welchen so nicht nochmal deutsche Kompetenzen kann er die Alphabetisierung starten. Und für dann noch besser zu verstehen, wie zum Beispiel Lützburgisch, aber auch Deutsch, die Alphabetisierung beeinflussen. Mhm. Die wollte dazu reagieren, Herr Klose. Ja, nicht mit einer wissenschaftlichen Aussage, sondern mit einer Aussage aus dem Sikel 2 und dem Sikel 1, das ist dann die Steinschule von Schöffling, wo man die letzten paar Wochen doch ganz intensiv den Kopf rund um das Thema zusammengestreckt haben. Und du hast die Aussage gefallen, wir merken am Sikel 2, wer ein Kanner bei uns durch den Sikel 1 gegangen sind. Und ich erkläre die Aussage, weil die sind besser, wie Kanner, die eventuell vorbeizukommen. Du musst ja wissen, also das relativieren an einem Moment, du musst ja wissen, dass man zu Schöffling effektiv einen großen Zulauf von wenig Leute, die aufwandern, sodass du durchaus bemerkbar ist, dass man kann an einem C2 sitzen und die nicht unbedingt bei uns durch den Sikel 1 gegangen sind. Die Aussage ist aber in einem Kontext gefallen. Ich meine, ich muss ihn so in einen Kontext setzen. Und der Kontext war den, dass man über die Präalphabetisierung geschwärzt hat, über phonologische Bewusstheit, über Atelier. Und Madame Thackeray hat die Atelier für die Runde ganz gut an ihrem Interview durchgelöscht. Voilà, das sind also Sachen, die sie möchte. Das sind aber auch ganz spezifische Atelier, die man über Puissstunden an den C1, also an den Sikel 1 spulen, wo du ganz gezielt mit verschiedenen Kanadern geschafft hast, wo ihr Resultat da gesagt, und zwar positiv Resultate, wo man also mit Kanadern mehr gezielt schaffen, die mit einem Mammenspruch kommen, die nicht gefestigt sind, die mit wenig Spruch kommen, und so viel. Das hat schon einen Impact. Wir haben eine zusätzliche Chance, an der dort nach Schule seit längeren Jahren mit einer Lusophoner Enseignant auch am C1 ganz gezielt können, unter Mammenspruch von den Schülern zu schaffen, was auch einen positiven Effekt weist. Und da hatte ich wiederum noch ganz als allererst gesagt, der Kriterium für französische Alphabetisierung ist definitiv nicht Nationalität. Weil wir haben auch da ein ganz paar die Lusophon-Schüler, die an einem C1 durch ein Training, den sie angeboten kriegen, respektive einfach durch den Background, den sie mitbringen, das sehr viel danach dahingestellt, die Kompetenzen haben und durchaus auch noch fähig sind, eine ganz gute Alphabetisierung auf Deutsch zu machen. Ne? Mhm. Wir schätzen also nicht über die, aber just für, weil das vorgestellt wurde, schon kein wissenschaftliches Aussage mit Erfahrung, Aussage, die mich macht, geirrt hat, dass ein Resultat davon ganz gezielten Atelieren an Förderprogramme am Bereich von der phonologischen Bewusstheit zum Beispiel, das sind die gesagt. Mhm. Ich meine, wir haben alle ein bisschen gestaunt, wenn ich ein Beispiel, was dir bräuchte, hat, Madame Scholte, sie wird effektiv die Schülerin, die gesagt hat, nein, ich sprach das nicht. Ja, das könnt ihr da ganz klar von daheim. Da sind wir dann bei der Education, alles, was die noch mit an den Schulsystem mitbringt, von daheim aus.
Die Alphabetisierung ist ein spannendes Thema. Diskussion darüber, die ist noch lange nicht drüber. Das trifft noch mehr auf Lützeburg mit einer ganz diverser Gesellschaft. Vielleicht geht ja ein Kehr über Alphabetisierung auf Englisch nur durch zu Lützeburg. Wie weiß, es kommen immer mehr Englischsprachige Leute da mit einem englischen Background dahinter. Da bin also gespannt, ob Sinn, was für Lesungen ausgeschafft gehen, für diesem Challenge zu beginnen. Ich sage merci für Ihre Zeit, dass das diesen Webinar um Radio 100,7 eine Kollaboration mit dem Skript hat Suiveyer tut. Merci und ihr Stobausen noch für die Nullaustrin. Merci und ihr Urigent Frohen. Ihr könnt die Mission an den nächsten Tag über die Website vom Radio 100,7 nochmal lauschen. Für Hallo. Mingen Inviten. Merci, Caroline Hornung. Merci. Sarah Scholtes, Sabrina Sattler und Philipp Klus. Merci für Ihre Besuch im Studio. Und ihr Stobausen auch noch einen schönen Tag.